Liebe Freunde, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute baue ich mir wieder mal einen neuen Schreibtisch. Es wird kein höhenverstellbarer, nicht mit vielen Funktionen oder sonst was. Es wird einfach nur ein Schreibtisch, wo ich dann gemütlich drauf arbeiten kann. Zu der Platte, dazu möchte ich gleich während des Videos ein paar Sachen erzählen, damit sich das jetzt nicht in die Länge zieht. Und auch das Gestell, was ich für nur 13 Euro auf eBay Kleinanzeigen mitgenommen habe, das werden wir aber jetzt erstmal bearbeiten. Auch da möchte ich ein paar kleine Dinge zu sagen. Also legen wir erstmal los, das Gestell mal schön zu bearbeiten und dann neu zu lackieren. So Leute, ich habe jetzt lang genug gewartet, der Lack ist trocken, allerdings habe ich da viel zu viele Läufer drin. Ich weiß, ich bin absolut kein richtiger Lackierer, ich kann das nicht, ich kann auch nicht mit Pinsel und Rolle arbeiten. Bei größeren Flächen geht das, aber wenn man jetzt um die Ecke lackieren muss und das ist alles sehr, sehr schlecht geworden und ich bin mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden. Jetzt werde ich diese Läufer, diese Nasen mal runterschleifen, es ist nicht viel, aber es muss auf jeden Fall weg. Dann werde ich ganz normal sprühen. Sprühen ist meiner Meinung nach viel einfacher. Man kann da gleichmäßiger auftragen und dann sieht das Ergebnis dementsprechend auch besser aus. Also 120er Papier und leicht drüber schleifen. Der Lack hatte genug Zeit zum Trocknen. Ich habe das Gestell jetzt auch schon zusammengebaut, damit ich mal weiß, wie groß das Ganze ist. Leg dann die Platte nachher drauf und schaue, wie viele ich davon abschneiden muss. So, dafür hole ich jetzt erstmal die Platte. Oh wei, ist die schwer. Die ist auch ein bisschen groß. Also so groß will ich die gar nicht haben. Die schaut hier jetzt ein Stückchen raus. Das passt eigentlich auch sehr gut. Und hier, ja, hier ist sie auf jeden Fall zu groß. Ich muss jetzt nur schauen, welche Baumkante ich eigentlich behalten will. Ob es jetzt die Seite sein wird oder die andere Seite. So. Ja, die muss auf jeden Fall fein geschliffen werden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich im Baumarkt so eine schöne Platte bekomme. Es gibt mit Sicherheit auch schönere, aber die sind dann auch dementsprechend teurer. Die Kante werde ich auf jeden Fall lassen. Da ist mir jetzt nicht zu viele Wellen drin. Dann würde ich eher das hier abschneiden, weil hier passt das auch mit einem dieser Streifen. Der ist nämlich genauso breit, wie ich es eigentlich hätte. Hier haben wir 6 cm. Genauso viel wollte ich, 5,5 cm wollte ich weghaben, Minimum. Und hier sind es 6. 1,60 m. Haben wir einmal hier. Hier. Dazu lege ich mir hier ein paar Styropor-Stücke drauf.
Die Kanten, die sind mir etwas zu scharf. Da werde ich jetzt mal so eine minimale Phase reinfräsen. Mit so einem 45-Grad-Fräser. Nehmt am besten so ein Reststück und probiert es mal da dran aus, bevor ihr dann am eigentlichen Werkstück arbeitet und es dann vielleicht versaut. Jawohl. Die Platte habe ich jetzt auf Wunschmaß gebracht. Der nächste Schritt wäre normalerweise das Abschleifen der Platte von Körnung 120 bis 240. Das werde ich auch so machen, nachdem ich hier das Loch in die Platte gebohrt habe. Das sind ca. 60 mm. Da kommt nämlich ein Zubehörteil. Das ist ein USB-Hub. Ich möchte aber jetzt noch kein Loch reinbohren, wenn ich das Teil noch nicht da habe. Es sollte jetzt in wenigen Minuten kommen. Sobald ich das habe, kann es dann mit der Bohrung weitergehen. So, das Päckchen ist da. Genau das Teil brauche ich nämlich. Na komm. So, das ist das Stück, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Ich messe mir jetzt mal den Durchmesser komplett aus und dann können wir die Bohrung machen. Wir haben jetzt hier einen Durchmesser von 60 mm. Gut. Dann müssen wir den Kreisschneider mal auf 60 mm Durchmesser einstellen. Das ist ja hier der Let's Bastel Kreisschneider. Dann wollen wir mal gucken, wie gut der ist. Kann der Kreisschneider ja nichts für, wenn ich das Ding nicht richtig eingeklemmt habe. Ja, ich habe komplett falsch gemessen. Okay. Jetzt müsste es eigentlich genau passen. Genau 60 mm, das passt. Also können wir jetzt loslegen mit der Bohrung. Hier mal schon mal eine saubere Kante. Damit es aber unten nicht ausbricht, werden wir den Kreisschneider von unten jetzt noch ansetzen und dann gegenschneiden oder gegenbohren, wie auch immer. Komm. Perfekt. Na super, geil. So, nach dem ersten Schliff, also mit 120, ja, fühlt sich das Ganze ja schon mal sehr, sehr gut an. Ich nehme jetzt in dem Fall etwas Wasser, werde die Platte mal obenrum besprühen. Also nicht richtig nass, sondern leicht anfeuchten, damit sich die Fasern aufsetzen und wir dann den Rest nochmal mit 240er Papier runterschleifen. Einfach nur mal ein bisschen. Damit das muss jetzt nicht in Wasser eingetränkt werden, das Holz. Ich spüre das Ganze
Jetzt schon. Das geht nämlich so schnell. Die Platte fühlt sich wieder an wie vorher. Also richtig rau. Okay, wir lassen das jetzt mal ein bisschen trocknen und dann kann ich weiter schleifen. Wir lassen das jetzt mal 20 Minuten einziehen und dann können wir mit einem Tuch das überschüssige Öl abwischen. Thema Kabelsalat unterm Schreibtisch. Man könnte sich jetzt hingehen und einen Kasten drunter bauen, alles da reinpacken, Kabel, Steckdosenleiste. Aber ich finde, für das bisschen, was ich habe, ist das dann doch zu viel Materialverschwendung. Stattdessen werde ich einfach die abgeschnittene Baumkante nehmen. Wie ich das mache, zeige ich euch in den folgenden Minuten. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Winkel mir alle 5 cm oder alle 3 cm werde ich mir hier paar Markierungen setzen, dass ich überall ausreichend Löcher habe, um da nachher mit dem Kabelbinder diverse Kabel oder Steckdosenleiste befestigen kann. Ich muss natürlich so nah wie möglich an dieser Baumkante entlang bohren. Deshalb nehmen wir jetzt die Seite und ziehen uns, halten unseren Finger hier dran und ziehen uns dann hier eine Linie und führen das genau an der Kante entlang, immer mit demselben Abstand. Und da, wo sich jetzt hier die Markierungen nicht treffen, muss ich halt etwas nacharbeiten. Die Abstände müssen jetzt nicht perfekt Millimeter genau sein. Also geht hier nur darum, dass ich ausreichend Löcher habe, wo ich dann nachher mit dem Kabelbinder durch kann. Können wir das Ganze mal schön veredeln mit dem Holzfinish von Philipp Konterholz. Sodele. So, dann legen wir uns das mal hier hin. Und zwar so, dass wenn ich von unten nachher meinen USB-Hub durchschiebe, dass das hier nicht stört. Und ich muss natürlich hier den Abstand, das ist ja zwischen dem Gestell, das darf natürlich auch nicht überstehen, dass das nicht irgendwo hängen bleibt am Gestell. Damit der Abstand aber auch gleichmäßig ist, gehe ich mit dem Speedmarker hin, stelle mir das hier ein, einmal hier. Dann gehe ich auf die andere Seite, stelle es dann hier nochmal ein
Okay. Und kann das dann festschrauben. Jetzt gehen wir einfach mit dem Kabelbinder durch die Löcher. Egal welche ihr habt. Ja, dann könnte man hier problemlos können wir unsere Kabel an x-beliebigen Stellen unsere Kabel hier entlang befestigen. Ich habe ja noch eine Steckdosenleiste, die ist natürlich etwas dicker, etwas breiter. Dann hätten wir nämlich auch die Chance, die miteinander zu verbinden. Bombenfest, schieben es hier durch und können es dann einmal so befestigen. Ja, und das hält definitiv. Also ich hebe hiermit die ganze Platte. Ja, die haben ordentlich Power, also die rutschen nicht ab oder sonst was. Deshalb würde ich sagen, ist uns das auch gelungen. Ich schleppe jetzt die Platte mit dem Gestell mit nach oben in mein Arbeitszimmer. Vorher muss ich mein Arbeitszimmer erstmal leer räumen und dann sehen wir uns gleich oben. Ist am Anfang natürlich ein bisschen Fummelarbeit, aber wenn das einmal durch ist, dann haben wir hier Ordnung. So sieht das aktuell von unten aus. Ich habe alles dran befestigt, was ich da hatte. Und wenn man von oben jetzt drauf schaut, sieht man keine Kabel. Diesmal war es kein gewöhnliches Bauprojekt, das war eher ein Zusammenbauvideo von Gestell und Tischplatte. Dennoch hat mir die Arbeit Spaß gemacht. Ich freue mich trotzdem jetzt über meinen neuen Schreibtisch. Die Idee mit der Leiste für die Befestigung der Kabel und der Steckdosenleiste, die hat mir auch besonders gut gefallen. Das habe ich auch nirgendwo anders gesehen. Ich habe eher solche Ablagen gesehen, die man fertig kaufen kann. Diese Blechablagen, die kann man sich natürlich auch an die Tischplatte befestigen. Das war mir aber ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mich dann doch für was ja, Schmales entschieden, wo ich dann das Ganze dann flexibel mit Kabelbindern befestigen kann. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Tschüss.